Schönen guten Tag, herzlich willkommen beim Sporttalk. Österreichs Fußballnationalteam beginnt eine neue Ära mit einem neuen Teamchef, mit Ralf Rangnick. Seit Sonntag bereitet man sich vor in Bad Tatzmannsdorf auf die vier Nations League-Spiele, die jetzt anstehen. Bei uns zu Gast ist der Präsident des Verbandes, Gerhard Milletich. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Ja, Sie waren am Sonntag bei der offiziellen Präsentation, beim ersten öffentlichen Auftritt von Ralf Rangnick, erste Reihe fußfrei dabei. Wie war Ihr persönlicher erster Eindruck? Wir hatten natürlich schon Sonntagvormittag das erste Treffen mit ihm und mit seinen Co-Trainern, die alle neu sind. Und das war wirklich vom ersten Augenblick, hat man gemerkt, dass hier Feuer drinnen ist im gesamten Team. Und ich freue mich wirklich schon auf die nächsten Wochen, weil ich glaube, hier wird sehr viele neue Impulse geben. Und ich glaube, die sind sehr wichtig für den ÖFB. Haben Sie auch das Gefühl gehabt, dass er bei der Pressekonferenz, bei diesem Medientermin einmal diese Energie vermitteln wollte, auch in Richtung der Fans, dass sich wieder was tut rund ums Nationalteam? Also ich habe wirklich gleich erkannt, dass er die Sache wirklich ganz strukturiert angeht. Er weiß, wovon er spricht. Ich hatte auch gleich den Eindruck, dass er die Spieler sehr gut beurteilt hat, dass er wirklich weiß und Perspektiven hat, wie er mit welchem Konzept er spielen will, mit welchen Personen er spielen will. Ich glaube, da hat er sehr viel schon recherchiert in seinem Umfeld und in dem Umfeld der ÖFB-Spieler und sich mit seinen Co-Trainern abgesprochen. Er weiß sicher ganz genau, was er will. Das heißt, für Sie war es auch am Sonntag das erste direkte Aufeinandertreffen? Das war das erste persönliche Treffen, das wir hatten. Und auch ich war beeindruckt von seinem Zugang gegenüber dem ÖFB. Jetzt ist im Rahmen dieses Medientermins auch an die Öffentlichkeit gekommen, dass der Beratervertrag, den er ja mit Manchester United gehabt hätte für die kommende Saison, einvernehmlich aufgelöst wurde. War das für Sie überraschend, beziehungsweise war es überraschend, dass das zu diesem frühen Zeitpunkt schon der Fall ist? Also vielleicht generell ist zu sagen, ich habe mit dieser Doppelfunktion überhaupt kein Problem gehabt. Wir haben auch das akzeptiert und zur Kenntnis genommen. Aber selbstverständlich ist es ein Vorteil, wenn dem nicht so ist und er sich ganz auf unser Team konzentrieren kann. Und ich glaube, das ist ein guter Zugang und ist auch ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Das heißt also, diese Kritik, dass er eben der Teamchef hat, ein Nebengeschaftel, die fällt jetzt einmal weg und erwarten Sie, dass da jetzt einmal Ruhe einkehrt? Ja, ich habe das nie sehr beunruhigend gefunden. Also ich glaube, das ist jetzt bereinigt. Trotzdem, dieser Beratervertrag hätte ja dem Ralf Rangnick ein durchaus ansehnliches Salär eingebracht. Das fällt in dieser Form wahrscheinlich jetzt weg. Bedeutet das, dass er jetzt für den ÖFB teurer wird, dass der ÖFB noch was dazu zahlen muss oder nicht? Nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich weiß auch nicht, wie viel er dort lukriert hätte. Da keine Ahnung und das geht uns auch nichts an. Wir haben eine Vereinbarung mit ihm, wir haben unterschriebene Verträge. Mit ihm und dem ganzen Staff. Also hier sehe ich überhaupt keinen Handlungsbedarf oder sonst irgendwas. Es hat auch keiner angefragt. Auf die Idee wäre, glaube ich, nicht mal er gekommen. Ja, es hätte ja sein können, dass man irgendwie kompensieren muss und den Verlust irgendwie ausgleichen. Also der ÖFB muss nur das zahlen, was jetzt ausgemacht wird. Selbstverständlich. Heißt das, dass er nach wie vor Ralf Rangnick billiger ist als Marcel Koller mit seinem dritten, damals gut dotierten Vertrag? In welcher Kategorie befindet er sich denn? Na, ich will jetzt nicht über Geld sprechen, aber er ist sicher günstiger als einige Teamchefs vor ihm. Im Vergleich zu seinem Vorgänger mit Franco Foda? Es ist in Ordnung. Ich sage hier, es ist wirklich in Ordnung und ich bin wirklich sehr froh, dass das funktioniert hat mit dem Trainer. Jetzt hat es ja die ersten spürbaren Impulse gegeben oder hörbaren Impulse. Jetzt kommen vier Spiele in der Nations League, allesamt große Gegner, Frankreich, zweimal Dänemark, der Auftakt in Osijek gegen Kroatien. Worum geht es da für Sie? Geht es da um die Leistung, geht es um ein Ergebnis, geht es um beides? Was erwarten Sie sich? Also, ich habe eine sehr große Vorfreude auf diese vier Spiele, weil ich glaube, ich, wenn man jetzt sieht, dass hier sehr viel Bewegung in die Sache kommt. Ich habe auch gestern am Abend beim Zusammentreffen der Spieler auch die Ansprache vom Ralf gehört an das Team
Und die hat schon klare Vorstellungen, wie es in der Zukunft weitergehen soll, was er sich von den Spielern erwartet, was er sich vom Umfeld erwartet und was er sich auch von den Spielen erwartet. Und hier gibt es schon, wie soll ich sagen, sehr viel Optimismus und Zuversicht. Und wenn uns das gelingt, dass er das nur Teilen umsetzen kann, dann werden nicht nur der ÖFB, sondern auch alle Fans viel Freude haben. Können Sie ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was auch immer möglich ist? Was hat er der Mannschaft vermittelt oder welche Worte hat er gewählt und wie ist das angekommen bei den Spielern? Ich glaube, diese Spieler haben hier wirklich ganz genau zugehört und Ralf hat auch sicher die richtigen Worte gefunden, das habe ich mitbekommen. Ich kann jetzt nicht über Inhalte sprechen, aber grundsätzlich glaube ich, hat er hier ganz klar kommuniziert, welche Ziele er verfolgt, dass er erfolgreich sein möchte, sportlich erfolgreich sein möchte, hier die Spieler mitnehmen möchte, das Wir-Gefühl vermittelt hat. Und ich glaube, dass er mit dem Konzept, dass er wirklich positiv in die Zukunft schaut, dass er sagt, wir gemeinsam können diverse Dinge schaffen. Das ist an und für sich sein Zugang und das ist, glaube ich, wirklich sehr positiv. Jetzt läuft ja sein Vertrag 2 Jahre lang. Trotzdem, welche mittelfristigen Ziele hat der ÖFB mit dem Namen Ralf Rangnick, der ein Aha-Effekt war, der etwas bewegen soll im österreichischen Fußball, jetzt nicht nur vielleicht für die nächsten 4 Spiele, sondern darüber hinaus? Welche Ziele wünschen Sie sich, dass dann erreicht werden? Also ich glaube, dass man einmal als erstes Ziel, großes Ziel, die Teilnahme an der Europameisterschaft in Deutschland 2024 in den Augen haben soll. Also hier ist ganz klar die Qualifikation angesagt. Das ist einmal das Wichtigste und das große Ziel, das wir jetzt haben in den nächsten 2 Jahren. Dass wir in der nächsten Zukunft, in den nächsten Wochen auch den einen oder anderen Punkt machen wollen in der Nations League, glaube ich, ist auch klar. Aber ich glaube, dass er jetzt einmal die 4 Spiele verwenden wird müssen, um einmal überhaupt die Spieler näher kennenzulernen, wie die Spieler auf seine Ideen eingehen. Ich glaube, hier ist ganz wichtig, dass er jetzt diese 4 Spiele sehr viel erkennt und das bin ich überzeugt davon, dass es mit seinem Staff funktionieren wird. Also, aber das große Ziel ist sicher mal die Teilnahme 2024 in Deutschland. Kann man die als ÖFB-Spitze eigentlich jetzt mittlerweile fordern, weil seine 2 Vorgänger, Marcel Koller und auch Franco Foda, haben dieses Ziel erreicht. Österreich war bei den Europameisterschaften 2016 und auch im vergangenen Jahr. Kann man das mittlerweile von einem Teamchef verlangen? Also mir hat der Trainer vom ersten Gespräch, vom ersten Telefonat, das ich mit ihm geführt habe, so überzeugt, dass er sich auf alle Fälle für die Euro in Deutschland qualifizieren wird. Und das steht für ihn außer Zweifel. Österreich wartet ja schon sehr lange auch auf eine WM-Teilnahme. Wäre das nicht das übergeordnete Ziel? Allerdings das Problem ist, der Vertrag läuft noch nicht bis dahin von Ralf Rangnick. Hat man die WM 2026 im Hinterkopf? Ja, nicht nur im Hinterkopf, man hat das auch klar ausgesprochen und klar vereinbart. Wenn wir uns qualifizieren für die Europameisterschaft, geht der Vertrag sicher weiter bis zur Weltmeisterschaft. Und eigentlich mit diesem Namen, mit diesen Vorschusslorbern und so weiter, kann man ja, glaube ich, auch vielleicht nicht erwarten, aber doch hoffen, dass man erstmalig einmal bei einer WM wieder seit 1998 dabei ist, oder? Ja, aber ich glaube, erst einmal ist es für mich wichtig und auch für den ganzen Fußball in Österreich wichtig, dass wir einmal versuchen, wieder einen attraktiven, erfolgreichen Fußball zu spielen, dass die Fans wieder ins Stadion kommen, dass sie Freude beim Spiel haben, dass sie gerne der Nationalmannschaft zuschauen, ob jetzt im Stadion oder im TV. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass hier quasi, sage ich jetzt einmal, offensiver, ansehnlicher Fußball gespielt wird, den man sich heute erwartet. Ist es nach diesen Zeiten von Corona, die letzten 2 Jahre waren ja auch für den ÖFB durchaus bitter mit Geisterspielen, ist es umso wichtiger, dass das Nationalteam jetzt einen attraktiven Stil anbietet, damit eben die Fans wieder ins Stadion kommen, damit eben diese entgangenen Einnahmen vielleicht wieder ein wenig zurückgeholt werden? Braucht man das jetzt unbedingt? Ich glaube schon. Ich habe vorige Woche die Gelegenheit gehabt, mit sehr vielen Fanclubs der Nationalmannschaft ein Gespräch zu führen. Wir hatten da ein Treffen und hier wurde mir auch kommuniziert, wie wichtig auch das für die Fanclubs ist, der Nationalmannschaft, dass es hier Impulse gibt und dass es hier
positive Impulse gibt in die richtige Richtung. Und ich glaube, es freuen sich schon sehr viele auf die Zukunft, wie die Nationalmannschaft spielen wird. Ralf Rangnick hat ja bei der Pressekonferenz auch gesagt, er ist vorerst nur A-Teamchef. Und jetzt hat aber Peter Schöttl, der Sportdirektor, und auch Sie immer gesagt, es ist so gefordert und gewünscht, dass er sich auch in andere Themen mit einmischt und einbringt. Was kann man sich dann vorstellen? Ab wann wird Ralf Rangnick beginnen, noch andere Steine umzudrehen? Kann ich nicht jetzt beurteilen, aber nachdem ich seine Schlagzahl gesehen habe, kann das ziemlich rasch passieren. Da wird er automatisch einigen Leuten vielleicht auf die Zehen steigen. Ist das, Ordnung? Nein, es geht schon darum, dass das sicher dann auch abgestimmt sein wird mit Sportchef, mit Peter Schöttl. Also hier sehe ich keine Probleme. Es wird vielleicht Dinge geben, wo man nicht immer einer Meinung sein wird. Aber grundsätzlich ist es ganz klar, dass diese Dinge mit Peter Schöttl abgesprochen werden. Jetzt wurden ja immer wieder Strukturreformen im ÖFB angesprochen, gefordert. Gibt es Strukturen, wo Sie als Präsident sagen, ja, die sollten wir aufbrechen, weil die Zeit dafür reif ist? Ich weiß nicht, welche Strukturen man ändern soll. Also, ich glaube hier nicht, dass es unbedingt notwendig ist, Strukturen zu ändern. Dass man vielleicht den Profibereich und den Amateurbereich, gab es ja immer wieder die Forderungen auch von Ex-Spielern, dass man das wirklich voneinander trennt, weil eben der Profibereich was ganz was anderes erfordert. Wäre das zum Beispiel ein Bereich? Na, hier ist es genau, das ist genau, was Sie jetzt ansprechen, ja. Ist es nicht ganz so einfach zu trennen. Wenn man sich überlegt, dass, wie Sie mir vorher gefragt haben, ob es hier auch andere Impulse geben wird, auch in den anderen sportlichen Bereich durch den neuen Teamchef, dann geht es schon darum, wie spielt das Unter-21-Team, wie spielt die U18, die U17. Hier das zu trennen, wäre ungeschickt, weil ja das doch irgendwann einmal aus den Nachwuchsspielern ja die Spieler der Zukunft für das A-Team sein sollen. Und hier einen Cut zu machen, zu sagen, das trenne ich jetzt total, finde ich sportlich wirklich nicht gut. Es ist sicher etwas mühsamer, wenn man alles unter einen Hut hat, aber man kann dann echt durchgreifen. Wenn man das total trennt, dann sind vielleicht die Interessen des U19-Teamchefs nicht die gleichen wie des A-Teamchefs. Und wenn man das getrennt hat, dann kann das nur zu Komplikationen führen. Also Sie sagen, er hat eine große Schlagzahl, die er jetzt momentan vorgibt, eine hohe Schlagzahl. Das heißt also vielleicht, dass man schon die ersten neuen, nicht Strukturen, aber die ersten Veränderungen vielleicht im Laufe dieses Jahres schon bemerken kann, auch im ÖFB? Na, ich glaube, jetzt sollten wir uns einmal auf das A-Team konzentrieren, auf die nächsten Spiele und hier dann schauen, wie der Herbst verläuft mit den ersten Spielen. Ich glaube, hier ist Arbeit genug gefragt und Leistung genug gefragt und ich glaube, es wird einmal in erster Linie darum gehen, dass man das unser A-Team so aufstellt und so strukturiert, dass es in der Zukunft uns viel Freude machen kann. Jetzt hat er ja ursprünglich Ralf Rangnick zuerst einen Assistenten bekommen mit Lars Kornetka. Jetzt hat er zwei weitere dazu bekommen, die er sich gewünscht hat. Ist der ÖFB bereit, ihm quasi jeden Wunsch zu erfüllen oder gibt es dann irgendwann auch eine Grenze, wo man sagt... Um es korrekt auszusprechen, es war klar, dass er einen Assistenten hat, den hat er sich auch bekommen. Der zweite, den wir bereits vereinbart gehabt haben mit ihm, dem Jürgen Säumel, hat hier von sich aus gesagt, er möchte was anderes tun, er möchte sich verändern und damit wurde der Platz frei. Und dann hat sich der Teamchef mit Peter Schöttl auf die Person geeinigt, auf den zweiten. Aber wie gesagt, das ging darum, dass Jürgen Säumel gesagt hat, er will sich verändern. Und der dritte Co-Trainer ist ja nur für den Lehrgang engagiert. Kommen wir zum Sportdirektor, zu Peter Schöttl, der ja federführend war in dieser Teamchefsuche und die treibende Kraft, auch involviert mit Bernhard Neuhold, der für das Wirtschaftliche zuständig ist. Wie sehen Sie seine Rolle, die er jetzt eingenommen hat, die letzten Monate bei dieser Teamchefsuche? Da hat er doch relativ viel gut funktioniert. Hat man den Eindruck von außen? Ich habe das auch nie anders gesehen. Er wurde auch kritisiert in den letzten Jahren immer wieder. Nicht von mir. Ich habe mit ihm einen sehr, sehr guten Kontakt und auch sehr viele Gespräche geführt. Ich vertraue Peter Schöttl voll, weil ich weiß, was er kann und wie er alles anlegt. Und wir haben uns wirklich geeinigt, auch schon im Vorfeld, dass ich wirklich eines haben möchte, dass nicht das Präsidium mit den Funktionären entscheidet,
wer Teamchef werden soll, sondern dass er mir wirklich einen Vorschlag macht, und zwar eine Person vorschlägt, wo er sagt, das ist für mich die Nummer eins und dass wir das nur aus wirtschaftlichen Gründen ablehnen könnten, unter Anführungszeichen. Und das hat er auch umgesetzt und das hat sehr gut umgesetzt, ich muss sagen. Ich habe ihm das auch so gesagt und ihm auch das anerkennend kommuniziert, dass es mich wirklich gefreut hat, wie er das gemacht hat. Und ich kann ihm nur sagen, Kompliment, es war wirklich eine tolle Leistung von ihm. Waren da nicht in diesem Bereich einmal Strukturen aufgebrochen, nämlich dass wirklich eine Sportkommission federführend war, auch Christoph Freund, Salzburg Sportdirektor, war ja da dabei, und die Landespräsidenten, die ja sonst gerne auch immer wieder mitgesprochen haben, sind jetzt eigentlich nur dann schlussendlich informiert worden. War das diese Änderung in den Strukturen zum Beispiel? Ja, das war für mich persönlich immer ein wichtiges Anliegen. Ich weiß schon, dass die Landespräsidenten hier Einfluss nehmen und das ist auch in Ordnung so. Aber eigentlich wollte ich hier wirklich auch dokumentieren, dass es um den Fußball geht, dass es darum geht, dass wir erfolgreich sind und nicht, dass der eine oder der andere seine Meinung kundtun soll und vielleicht sogar umsetzen kann, sondern mir ging es darum, dass es hier wirklich eine sportlich fundierte Lösung gibt. Ich selbst habe einige Male mit Christoph Freund Kontakt gehabt und habe das versucht, auch von ihm zu bekommen, die Informationen, die wir brauchen, speziell was jetzt den neuen Teamchef betrifft. Ja, das hat sehr gut funktioniert und Peter Schöttl hat sich Leute geholt in seinem Umfeld, die mit ihm quasi, wo er sich abgestimmt hat, und das ist halt die Lösung gewesen, dass unser neuer Teamchef Ralf heißt. Würden Sie sagen, dass diese Teamchefsuche in diesem Fall optimal verlaufen ist, so wie man es sich vorstellt? Ja, ich bin überzeugt davon, dass das genau so richtig gegangen ist, dass da nicht immer alle einverstanden sind, das ist klar, aber man kann nicht immer allen recht machen und das ist auch nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, oder sehe ich so, dass ich das Beste rausholen soll für den ÖFB und für den österreichischen Fußball, und ich glaube, der Weg war der richtige, ja. Und trotzdem hat es den einen oder anderen Landesverbandspräsidenten gegeben, der gemeint hat, ich bin spät informiert worden, ich hätte gern die Information früher bekommen. Haben Sie dafür Verständnis oder sind das gewisse Eitelkeiten, wo man sagt, die muss man in Kauf nehmen? Ja, ich habe Verständnis, dass das einigen nicht ganz so in den Kram passt, aber das ist in Ordnung so. Jeder hat das Recht, seine Meinung zu äußern. Ich habe kein Problem damit. Wie haben Sie das denen vermittelt oder haben Sie da persönliche Gespräche dann gesucht? Ja, wir haben ja Sitzungen gehabt, Gespräche geführt. Es ist, glaube ich, überhaupt kein Problem. Generell haben ja die Landespräsidenten gerne mitgesprochen. Da hat es ja auch in der Vergangenheit Auseinandersetzungen gegeben, da und dort unter Marcel Koller mit arrivierten Spielern, wo man sich gegenseitig etwas ausgerichtet hat über die Medien. Was glauben Sie bei Ralf Rangnick? Wird man da mitreden können von Seiten der Landespräsidenten oder wird er dem einen Riegel vorschieben? Das muss ich einfach dazu sagen. Ich glaube, auch keiner der Landespräsidenten konnte Einfluss nehmen auf den Teamchef. Das ist wie er. Aber zumindest probiert haben sie es immer wieder. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich habe das nie versucht. Daher kann ich das nicht beurteilen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer der Landespräsidenten Einfluss nehmen konnte auf die Arbeit des Teamchefs. Aber grundsätzlich, glaube ich, geht es darum, dass unser Teamchef. Und das hat er ja auch, das habe ich schon vorher erwähnt, gemeinsam mit den Spielern und das Wir-Gefühl hier wirklich so forciert, dass er sagt, okay, wir können gemeinsam viel erreichen, aber nur dann, wenn wir es gemeinsam machen, wenn wir alle das Gleiche wollen, wenn wir alle das gleiche Ziel verfolgen. Und ein Satz, den habe ich mal gemerkt, ich möchte jedes Spiel gewinnen. Hat der Vorgänger aber auch schon gesagt. Ja, aber ich gesagt, hier habe ich das erstmal wirklich mitbekommen mit der Mannschaft, wie er das kommuniziert hat, und das hat mir sehr gut gefallen. Das heißt aber, man kann sich jetzt nicht erwarten, dass man unbedingt gegen Frankreich und Dänemark gleich gewinnt, nein, aber zumindest ein anderes Auftreten? Ich gehe davon aus, dass das interessante Spiele werden, die wir uns dann in der nächsten Zukunft anschauen können. Und ich hoffe, dass das Publikum wirklich ins Stadion kommt und uns in den Heimspielen unterstützt. Nach der Nations League ist im Prinzip vor der Frauen-EM. Die steht im Juli auf dem Programm mit tollen Spielen, vor allem das Eröffnungsspiel in Manchester gegen England vor 70.000. Welche Erwartungen haben Sie als Präsident in die Damen?
Also grundsätzlich geht es ja darum, dass es eine Auszeichnung ist für das österreichische Damenteam, dass wir das Eröffnungsspiel machen können und vor diesem Publikum hier spielen können. Es ist auch eine, und ich habe auch mit der Teamchefin gesprochen, und die Spielerinnen und auch das ganze Staff freut sich wirklich auf diese Europameisterschaft, vor allem auf das erste Spiel. Wir werden sehen, was hier sportlich passiert. Nur man muss halt die Kirche im Dorf lassen. Es wird nicht ganz einfach werden, sportlich gegen England zum Beispiel zu bestehen. Chancen gibt es immer im Fußball, keine Frage. Aber vor einem ausverkauften Haus gegen England, in England zu spielen, wird nicht ganz einfach sein. Bei der letzten Europameisterschaft hat Österreich ja überrascht und groß aufgezeigt. Darf man dieses Ergebnis hernehmen und vielleicht Ähnliches fordern, oder wäre das vermessen, weil Österreich ja auch in einer anderen Rolle mittlerweile ist? Ja, fordern kann man es, glaube ich, nicht, aber ich glaube, dass wir auch hier Chancen haben, erfolgreich zu sein. In den Gruppenspielen, in den drei Spielen, da haben wir schon Chancen. Beim ersten Spiel wird es wirklich schwierig werden, aber bei den anderen beiden Spielen könnte es sein, dass wir wirklich hier zu Punkten kommen und bestehen können. Das heißt, nach der Nations League steht die Reise auf die Insel an dann. Ja, Langeweile kommt im Moment bei mir nicht auf. Ja. Dann sage ich danke für das Gespräch, Herr Miletich. Viel Glück jetzt schon auch für den Präsidenten, für die kommenden Aufgaben und viel Spaß. Langweilig wird es nicht. Danke. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche Ihnen in der Woche alles Gute. Wir sehen uns dann nächsten Montag wieder beim Sporttalk. Bis dahin, auf Wiedersehen.